Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stelle mich erst noch mal richtig vor, weil das wird eine neue Doku-Reihe. Ich bin der Benni, bin Landschaftsgärtner aus den neuen Bundesländern. Ich habe schon mal eine Doku-Reihe gemacht über die Meerwasser-Aquaristik, und zwar über dieses Aquamedi Cubicus. Das ist ja ein Plug-and-Play-System, sagt man. Also das heißt, ich kaufe mir ein Becken, habe alles gleich dabei, was ich benötige. Das werde ich diesmal nicht machen, deswegen heißt diese Reihe auch Nano-Meerwasser-Aquarium-Doku. Ich werde quasi von Anfang an, gerade für die Anfänger, erklären, wie so ein Becken aufgebaut ist, was ich beachten muss, welche Kniffe es gibt, welche Technik ich brauche, um das Becken am Leben zu erhalten. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, wer mich jetzt zum ersten Mal sieht, schaut mal auf meinen Kanal. Das sind die Videos vom Aquamedi Cubicus. Da habe ich schon mal so eine Doku-Reihe gemacht. Bloß, dass es halt spezifisch, sage ich mal, über das Cubicus ging. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt erstmal das Becken, für das ich mich diesmal entschieden habe. Wie gesagt, ein einzelnes Becken. Ich habe die Technik alles separat gekauft. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. So, das hier ist das gute Stück. Das ist das Denalyn Nano Cubes mit 60 Litern. Kostet um die 55 Euro. Ist ein Glasbecken mit runden Ecken. Das heißt, ich habe hier an den Ecken keine Silikonnaht. Ja, ihr seht, das ist eine ungewohnte, wer meinen Kanal kennt, eine ungewohnte Location. Ich werde dieses Becken in meinem Flur aufbauen. Auf so einer Kommode hier. Die ganze Kommode, um sicher zu gehen, habe ich nochmal verstärkt. Das heißt, ich habe hier eine dicke Platte draufgelegt, noch von meinem Cubicus, wo ich diesen Unterschrank gebaut habe, dass da nichts passieren kann. Und dann habe ich zusätzlich nochmal eine Verstärkung eingezogen. Weil es werden ja immerhin dann doch so um die 80, 90 Kilogramm sein, die auf den Schrank lasten werden. Und ja, sicher ist sicher. Das Denalyn Nano Cube habe ich hier, also man muss, der Lieferumfang von dem Becken ist natürlich das Becken, diese schwarze Rückwandfolie, eine Unterlage, das ist hier so eine Moosgummi-Unterlage und noch eine Abdeckscheibe. Die Abdeckscheibe werde ich nicht verwenden, weil ich einen guten Gasaustausch gewährleisten will. Dann habe ich mir noch im Baumarkt einfach so eine Milchglasfolie besorgt, so eine selbstklebende, und habe mir die hier auf die Ränder aufgeklebt, einmal auf dem Wasserlevel und einmal hier, wo dann später der Kies sein wird. Ja, ich habe mich eigentlich für das Becken entschieden, weil mir es optisch sehr gut gefällt, gerade durch diese Kanten. 60 Liter ist auch nicht zu klein. Und ja, jetzt werde ich euch mal zeigen oder vorstellen, was man denn noch alles benötigt dazu. Ja, die ersten unter euch, die was sich schon ein bisschen mit der Meerwasser-Aquaristik beschäftigt haben und sich fragen werden, warum nimmt er denn jetzt dieses Einzelbecken von Denalyn? Da gibt es doch mittlerweile die Marinus-Serie, quasi diese Marinus oder Denalyn Nano Cube Marinus mit Technik, Lambo etc. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass ich mit meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, mir nicht so ein System kaufen würde. Der Hauptgrund davon ist, dass man ja bei dieser Marinus-Reihe diesen, wie heißt, Biozirkulator oder wie dieses Teil heißt, was quasi das Wasser filtert, die Oberfläche abzieht und dann wieder zurück ins Becken gibt. Halte ich persönlich für kontraproduktiv. Es funktioniert, also es gibt etliche Becken, wo es funktioniert. Aber ich bin der Meinung, ich will für mich einen Abschäumer haben im Becken, weil der Eiweißabschäumer ist nun mal der effektivste Filter, den wir im Meerwasserbereich haben. Und warum soll man ihn nicht einsetzen? Es gibt auch sehr kleine Abschäumer, die, was ich euch jetzt gleich noch zeigen werde, auch für solche kleinen Becken. Dann kommt natürlich noch die Beleuchtung dazu bei dem Denalyn Marinus. Naja, lässt sich drüber streiten. Ist wahrscheinlich bloß für Weichkorallen ausgelegt. Mehr kann ich da wahrscheinlich nicht halten. Die ist einfach zu schwach. Von der Farbe her gefällt sie mir auch nicht. Und dadurch, dass ich ja noch von meinem Cubicus
die Max Beckt Lampe habe, war das für mich auch keine Option. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich mir das alles einzeln gekauft und was man jetzt an Technik braucht für so ein kleines Nano-Riff, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal mit der Beleuchtung an. Sehr wichtiges Thema im Meerwasser. Ich habe hier die Max Beckt Razor oder besser gesagt die Max Beckt R420R. Im Fachbereich sagt man Razor dazu. Das ist eine LED-Lampe, die hat hier unten ein LED-Cluster drin mit 16.000 Kelvin. Die hatte ich auch, glaube ich, schon mal vorgestellt, ein bisschen in meinen anderen Videos. Die hatte ich ja noch von meinem Cubicus, die war aber da leider zu klein dimensioniert mit ihren 70 Watt, wo ich mir ja dann die Sirius X2 gekauft habe. Diese Lampe habe ich ja jetzt noch übrig und die ist natürlich für dieses kleine Becken perfekt. Und mir gefällt sie auch sehr von der Lichtfarbe her. Deswegen werde ich sie dazu verwenden. Was ihr im Endeffekt für Beleuchtung verwendet, hängt ein bisschen davon ab, welche Tiere ihr halten wollt. Wenn ihr jetzt rein auf Weichkorallen gehen wollt, vielleicht mal noch eine Euphilia, dann braucht ihr natürlich nicht so starke Beleuchtung. Ja? Aber ich finde, gerade für so kleine Becken ist LED-Beleuchtung eine sehr tolle Sache, gerade von den Einstellmöglichkeiten her. Natürlich ist LED ein bisschen preisintensiver, aber dafür spart man natürlich auch ein bisschen im Stromverbrauch dann. Ja? Und einfach die Einstellmöglichkeiten finde ich bei den LEDs schöner. Weil man kann sich so einen Tagesablauf hier direkt im Modul einstellen und es fährt dann so langsam hoch und runter. Für all diejenigen, die was davon noch nie gehört haben. Ja, ich sag mal so, LED ist ziemlich umstritten. Viele sagen, nee, das mag ich überhaupt nicht. Aber wie zum Beispiel der Herr Balling, was die Balling-Methode erfunden hat, der ist auch der Meinung, dass LED die Zukunft ist und LED einfach die besten Voraussetzungen für unsere Korallen hat, weil dieses blaue Spektrum, was ja unsere Tiere, die Korallen benötigen, ist zum Beispiel bei T5, wenn ich eine T5-Röhre habe, am schnellsten oder lässt am schnellsten nach. Das heißt, ich muss ständig meine Röhren austauschen, oder das heißt ständig, aber in regelmäßigen Abständen, und das kostet natürlich auch Geld. Das ist bei LED nicht ganz so, die haben sehr, sehr lange Laufzeiten, dafür sind sie halt auch ein bisschen teurer. Ja, das war die Beleuchtung. Kommen wir zur Strömung. Von der Strömung habe ich mich diesmal für die Thunse Turbelle NanoStream 6040 entschieden. Thunse, die haben ja da immer solche Nummern. Das ist im Endeffekt die kleinste regelbare Pumpe oder Strömungspumpe, die was wir auf dem Markt haben. Sie kann eine Leistung bringen von 20 bis 500 Liter und das ist das Kriterium, was mich überzeugt hat, diese Pumpe zu kaufen, weil ich habe ein sehr breites Spektrum, was ich abdecken kann. Wenn ich die Pumpe dann hier installiert habe oder gerade für die Anfänger, man weiß ja noch nicht so richtig, wo die Tiere dann sitzen, wo ich was platziere. Und so kann ich dann individuell dann meine Strömung noch sehr stark erhöhen oder auch auf 20 Liter, also das ist ja wirklich nicht viel, herabsenken. Und so bin ich sehr flexibel. Das Teil hat auch so eine Wave-Funktion, quasi Intervall, was natürlich bei diesen kleinen Becken Wellenschlag zu simulieren Quatsch ist. Aber man kann dieses Intervall trotzdem nutzen, um so eine gewisse pulsartige Bewegung der Korallen dann im Endeffekt zu simulieren. Achso, erstmal noch vorweg. Ich werde dieses Becken, das wird ein reines SPS-Becken werden, LPS, also großpolybige Steinkorallen. Ich werde da keine kleinpolybigen Steinkorallen einsetzen, aufgrund einfach der Beckengröße und des Aufwandes. Vielleicht mal noch eine Weichkoralle oder Scheibenanemonen oder so, werde ich vielleicht auch noch mit einbringen. Aber ansonsten so einfach wie möglich. Ich mache mir dieses Becken hauptsächlich so ein bisschen als Übergangsbecken für meinen Cauderi-Nachwuchs.
Ich habe ja dieses kleine Becken schon mal vorgestellt in meinem letzten Aquamedic-Video, wo meine Calderis aufgezogen werden. Und wenn die dann die nächste Stufe erreicht haben, wenn dann die neuen da sind, kommen die dann hier rein, bis sie dann groß genug sind, dass ich sie abgeben kann. Ja, wie gesagt, Turbelle NanoStream 6040. Sehr gutes Produkt. Das ist auch ein Punkt, was ich nochmal ansprechen wollte. Das ist ja im Endeffekt so ein bisschen ein Low-Budget-Projekt. Low-Budget heißt aber für mich nicht, dass ich die billigsten Produkte kaufe, sondern weil mit den billigsten Produkten wird man meistens nicht lange Freude dran haben und es ist immer besser auf altbewährtes zu gehen, was seit vielen Jahren funktioniert, zum Beispiel von der Firma Thunse. Und man muss ja nicht das teuerste kaufen, aber auch nicht das billigste, weil da wird man nicht lange Freude dran haben. Ja? Und wenn man sich die einzelnen Bestandteile alle selber zusammenstellt, denke ich mal, hat man da auch mehr Freude dran, als wenn man ein Komplettsystem kauft und dann feststellt, der Abschäumer ist aber nicht so gut. Gut, weil wir gerade beim Abschäumer sind, kommen wir zum Abschäumer. Da habe ich mich auch von der Firma Thunse für den Comline Dockskimmer 9001 entschieden. Das ist dieses kleine Kerlchen. Werdet ihr dann noch sehen, wirklich ein schönes kleines Kerlchen. Was mir bei dem auch sehr gut gefallen ist, man kann dann hier dieses Surface-Kit, was im Lieferumfang mit beiliegt, anschließen. Das heißt, ich habe einen Oberflächenabzug, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, auch im Meerwasser, dass die Kammhaut immer abgesaugt wird. Das ist quasi eine Schicht auf der Wasseroberfläche, die sich bildet. Die wird dann gleich abgesaugt vom Abschäumer und quasi abgeschäumt. Ist bei diesem Teil auch gegeben. Deswegen habe ich mich für den entschieden, was natürlich auch immer gut ist, auch wie bei der Pumpe, bloß 2,5 Watt, was natürlich bei Meerwasser auch immer ein Sicherheitsaspekt ist und natürlich auch ein Energiesparaspekt, was ja in der heutigen Zeit auch sehr wichtig ist. Und ja, wird sich zeigen, wie dieses Teil funktioniert. Was braucht ihr noch? Dann natürlich noch einen Heizstab, den zeige ich euch dann beim Einbau, weil da hängt momentan noch in meinen Fässern, wo ich mein Wasser, mein Meerwasser anmische. Das ist ein von JBL einer. Zeige ich euch dann noch beim Einbau. So, was braucht man noch? Dann ganz wichtig, natürlich lebendes Riffgestein, das seht ihr dann auch noch, wenn ich es verklebe. Man kann mischen aus Lebendgestein und Totgestein, aber bei so einer kleinen Beckengröße kann man eigentlich nur ausschließlich auf Lebendgestein setzen. Viele sagen auch, ja, man kann so ein Becken auch mit reinem Totgestein oder Riffkeramik starten. Das mag vielleicht auch funktionieren, ist in mancher Hinsicht auch nicht ganz schlecht, aber es bietet halt den Nachteil, dass es viel länger dauert und ich finde, die Bakterien, was uns die lebenden Steine mitbringen, sind eigentlich durch nichts ersetzbar. Das ist dann der Riffaufbau mit den Steinen, das zeige ich euch dann noch. Und da ist ganz wichtig, da das ja unten die Bodenplatte von dem Aquarium ist ja Glas, ist ja klar, da was drunter zu legen. Ich persönlich bevorzuge hier diese Lichtrasterplatten. Die kann man ganz einfach dann auseinanderbrechen. Das sind große Platten, die man hinkriegt. Und die bricht man dann auseinander. Für seine Beckengröße. Dann werden die hier unten reingelegt. Und da wird dann der Riffaufbau drauf gemacht. Das hat den Grund, dass ich die Steine nicht direkt aufs Glas stelle und da nichts passieren kann, dass keine Risse entstehen können und dann mir vielleicht sogar das Glas platzt, was natürlich eine absolute Katastrophe wäre. Man kann das Ganze natürlich auch mit ganz normalen Plexiglasscheiben machen. Das hat für mich aber den Nachteil, wenn ich eine Plexiglasscheibe nehme, muss ich die im Aquarium noch mit Silikon verkleben, dass da wirklich nichts drunter kann unter diese Platte, weil ein Sandkörnchen unter dieser Platte kann natürlich dann auch schon wieder das Glas zum Reißen bringen. Das passiert hier bei den Lichtrasterplatten nicht, die haben ja diese vielen Löcher. Ist die einfachste Methode, finde ich. Man braucht dann natürlich auch noch Aquarium-Keys. Da müsst ihr darauf achten,
dass er nicht einfach normalen Aquarium-Kies zum Beispiel für Süßwasser-Aquarien holt, sondern direkt welchen, der was für Nahwasser-Aquarien geeignet ist. Ich habe mich dieses Mal für diesen Fiji White von OTI entschieden, weil der sehr gute Kritiken in diversen Foren bekommen hat. Im Gegensatz zum Live Sand. Also vom Live Sand sollte man ja eigentlich so ein bisschen seine Finger davon lassen. Dieser zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er auch sehr brillant ist und relativ fein. Was ihr hier bei dem beachten solltet, das sollte natürlich vorher ausgewaschen werden. Wenn ihr jetzt doch Live-Sand verwenden solltet, dann den natürlich nicht auswaschen, weil ja sonst die Bakterien, was noch drin ist, sind oder eventuell noch drin sind, natürlich dann auch mit rausgewaschen werden. Aber normalen, trockenen Kies oder Korallenbruch sollte man schon auswaschen. Das war der Fehler, was ich bei meinem ersten Becken nicht gemacht habe.